Hi und willkommen bei mir, Lurchi Nummer 1. Heute zeige ich euch, wie ihr an diesem Kerlchen hier gerade seht, das Headset, wenn man Helikopter oder und so weiter fliegt, bekommt man doch immer dieses Headset an den Kopf. Und ich zeige euch, wie ihr das dauerhaft auf euren Charakter speichern könnt. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Ihr müsst einfach hergehen. Ich persönlich gehe jetzt an den Helikopterflugplatz. Ihr wisst ja, normalerweise alle, wo der sich befindet. Und da stellt ihr mal sicher, dass ihr einen Helikopter habt. Nämlich so einen hier. Dann, wenn ihr dieses Headset haben wollt, solltet ihr euren Charakter keine Maske aufsetzen, weil sonst setzt er nämlich dieses Headset im Hubschrauber nicht auf. Also, kurz euren Charakter, irgendein Profil auswählen, wo ihr keine Maske tragt. So wie ich das jetzt hier auch gerade suche und denke, gleich auch finde. Also hier hätte ich jetzt was. So, dann steigt ihr da ein. So, und wie ihr jetzt seht, habe ich bereits dieses Headset auf dem Kopf. So, und nun kommen wir zu dem Part, wie ihr es auch behalten könnt. Das heißt, ihr müsst erstmal mit dem Helikopter hoch, hoch, hoch und noch höher fliegen, so dass ihr ein bisschen was machen könnt, ohne dass ihr gleich abstürzt. Also, macht ihr das jetzt so wie ich, ihr gebt einfach mal Gas und versucht mit dem Helikopter eine anständige Höhe zu erreichen. Und wenn ihr das dann habt, dann zeige ich euch, wie ihr das Ganze erstmal vorläufig so abspeichern könnt, dass ihr das auch fest auf eurem Charakter speichern könnt. Und wenn ich das euch gezeigt habe, dann zeige ich euch noch, wie man von Düsenjet die Klamotten, die kennt ihr ja auch alle, wie ihr die dauerhaft den Helm aufsetzen könnt auf jedes Outfit. So, wie ihr seht, ihr müsst jetzt in das Interaktivmenü, dann geht ihr auf Fallschirm und dann ändert ihr einfach ein paar Sachen mal so durch. Also von allem ein bisschen was ändern. Und wenn ihr das gemacht habt, muss unten rechts diese orangene Ladeschnecke kurz auftauchen. Und wenn die aufgetaucht ist, dann habt ihr eigentlich erstmal alles richtig gemacht. Und das heißt, das Spiel hat sich gemerkt, dass ihr eine Änderung vorgenommen habt. So, habt ihr diese Stelle erreicht, dann geht ihr her und geht in die Charakterauswahl. So wie ich jetzt. So. Und wenn ihr dann in der Charakterauswahl angekommen seid, seht ihr jetzt schon, ihr habt bereits jetzt schon das Headset auf dem Kopf. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch hergehen, euren Charakter auswählen und dann geht ihr in den Klamottenladen eures Vertrauens und speichert das Ganze einfach ab. Aber das zeige ich euch jetzt eben mal kurz. Also, ich bestätige jetzt, dass ich mit dem Charakter wieder spielen möchte. Und wenn ich gespawnt werde, seht ihr, habe ich das Ding immer noch auf dem Kopf. So, dann, wie gesagt, geht ihr irgendwo hin und dann speichert ihr das Ganze ab. Und dann gehen wir zum nächsten Part über, wie man vom Chat, also den Chat-Helm auf andere Profile oder beziehungsweise auf andere Klamotten auch drauf bekommt und das dauerhaft. Also, im Klamottenladen angekommen, so wie ich jetzt hier, geht ihr erstmal oder beziehungsweise seht ihr euch erstmal meinen Kollegen hier an, denn der hat das Ganze schon bei sich gemacht und ihr seht, er hat es mit der Cop-Uniform gemacht und das sieht eigentlich ganz nice aus. So, seid ihr soweit, dann geht ihr auf die Fliegeranzüge. So wie ich jetzt hier und dann kauft ihr entweder den schwarzen oder den grünen. Welchen? Schnurz egal. Ich entscheide mich jetzt hier für den grünen und dann begebt ihr euch zum Stripclub. Ich fahre jetzt gerade hier mit meinem Kollegen seinem Auto. Der hat ein paar PSchen mehr, aber natürlich weiß er nicht, wie ich sonst immer Auto fahre, daher. Also, am Stripclub angekommen. Geht ihr in den Stripclub rein und dann stellt ihr fest, dass ihr plötzlich diesen Helm nicht mehr aufhabt. Zack, seht ihr? Weg ist er. So, und jetzt
wählt ihr einfach das Profil aus, von euren gespeicherten, welches diesen Helm tragen soll. Ich entscheide mich jetzt hier für dieses. Und wenn ihr das ohne Maske macht, sieht man den Helm komplett. Wenn ihr es mit Maske macht, dann sieht es bei euch genauso dämlich aus wie bei mir. Denn ich sehe jetzt aus, als hätte ich hier irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Rüssel. Aber eine nice Geschichte. Kleiner Tipp von mir. Wenn ihr jetzt das Ding abspeichern wollt, steigt nicht in ein Auto ein, weil sonst ist die ganze Sache verloren. Aber ihr habt Glück, neben dem Stripclub ist ein Klamottenladen. Da empfehle ich einfach hinzulaufen, weil wie gesagt, wenn ihr jetzt in ein Auto sitzen würdet, wäre das Ganze für die Katz. Also, einmal hier kurz über die Straße gerannt und dann abspeichern und das soll's dann auch gewesen sein. Wenn euch der Glitch gefallen hat, lasst mir doch ein Like oder ein Abo da. Ich bin raus, euer Lurche Nummer 1. Macht's gut. Bye.